Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und dieses Video dreht sich heute darum, wie ich diese Jacke hier gemacht habe. Die Vogue-Jacke. Wie ich finde, eine der schönsten Jacken, aber auch ziemlich aufwendig. Also es hat schon eine Weile gedauert. Und wenn ihr sehen wollt, wie ich das hier gemacht habe, dann bleibt dran. Vorab wollte ich nur sagen, ich bin absolut keine Experte. Besonders die ersten Schritte sind sehr improvisiert. Also wenn ihr da irgendwie Tipps oder Ratschläge oder einfach nur Kommentare habt, wie man das Ganze besser machen kann, dann schreibt es unten rein, es würde mich echt interessieren. Dann wollte ich noch sagen, dass das hier mein allererstes YouTube-Video ist. Yay! Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir einen Kanal zu machen und jetzt habe ich mich endlich getraut, also würde ich mich sehr über Support freuen. Abonniert den Kanal, lasst den Video einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und vielleicht habt ihr auch noch Ideen oder Vorschläge, was ich in Zukunft machen kann. Ich weiß noch nicht so ganz, in welche Richtung ich mit diesem Kanal gehe, aber ich kann euch sagen, ich bin kreativ, ich male gerne und probiere gerne neue Sachen aus. Also wenn ihr da Wünsche habt, schreibt sie unten rein. Zum Beispiel bin ich gerade dabei, mir Nähen beizubringen, also vielleicht kommt doch sowas in der Richtung. Mal sehen. Dann, was ich vergessen habe, im Originalvideo zu erwähnen, ich habe die Jacke natürlich unterlegt und das habe ich gemacht mit so einem Canvasboard hier. Das ist echt praktisch, weil es ist natürlich total stabil. Knickt euch also nicht weg. Ihr könnt es immer wieder benutzen und erfahrungsgemäß ist das ja auch eine ziemlich gute Größe. Also ich habe jetzt schon ein paar Jacken bemalt, auch in unterschiedlichen Größen und damit hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Also das ist die 40x40 cm. Ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung, falls ihr das jetzt öfter machen wollt. So, dann würde ich sagen, texte ich euch nicht weiter zu und viel Spaß mit dem Video. Hey, los geht's. Das ist meine Jacke. Hier habe ich einmal zwei Inspirationsfotos, so soll es ungefähr aussehen, und einen Entwurf, den ich gezeichnet habe, in der richtigen Größe, wie es auf die Jacke raufkommt. So, dann lege ich das nochmal hin und gucke, ob mir das von der Größe her so gefällt. Wenn es das tut, dann bemale ich die komplette Rückseite mit Kreide. Das hier ist jetzt Pastellkreide in einer schön knalligen Farbe, damit wir das gut sehen können. Darüber gehe ich dann nochmal mit so einem Make-up-Schwämmchen, um den Kreiderest zu entfernen. Das mache ich einfach, damit nicht nachher alles gelb ist, wenn ich es abpause und ich überhaupt was erkennen kann. Jetzt lege ich das endgültig auf meine Jacke rauf und pause den Entwurf ab. Und zwar nur die Umrandung, also die Outlines meines Entwurfs, und das mit einem Stift in einer anderen Farbe, damit ich erkenne, wo ich überall schon war. Es ist auf dem Video leider gar nicht zu erkennen, aber ich habe jetzt gleich einmal die Umrisse der Frau auf meiner Jacke. Jetzt geht's auch schon ans Malen. Ich benutze einmal Textilmedium. Das sorgt dafür, dass meine Acrylfarben sich dem Stoff gut anpassen. Da seht ihr meine Pinsel und ich besitze keine Palette. Ich benutze ein altes Notizbuch. Ich mache immer eine weiße Grundierung. Das sorgt einfach dafür, dass die Farben, die danach raufkommen, deckender sind. Das Ganze mache ich in zwei Schritten. Einmal versuche ich hier, alles, was ich in Kreide erkenne, nachzumalen, und dann lasse ich das trocknen, lege den Entwurf nochmal drauf und pause ihn komplett ab, also auch mit allen Gesichtsdetails und so. Das sieht dann, wenn ich fertig bin, so aus. So sieht man dann ungefähr die Proportionen und kann seine Fehler oder Sachen, die man vergessen hat, ausgleichen. Im nächsten Schritt umrande ich alles mit Schwarz. Das sieht dann am Ende einfach viel sauberer aus auf den Klamotten und wirklich gewollt aus. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr das nachmacht. Dabei müsst ihr auch nicht so sauber und ordentlich sein, denn da kommt ja noch Farbe drüber und ich bessere sowieso 100-mal aus. Also ihr könnt eure Fehler wirklich ausbessern. Beheben vielleicht nicht ganz, aber ausbessern auf jeden Fall. Ich beginne mit dem Oberteil, und zwar habe ich mich da so ziemlich am Original gehalten und geguckt, wo es sind Licht und Schatten, und habe dann mit Schwarz, Weiß und mehreren Grautönen gearbeitet. Wenn ihr das macht, solltet ihr unbedingt darauf achten, dass ihr keine fetten Farbschichten habt. Es sollte alles immer schön glatt und eben sein, denn das sieht man natürlich auf der Jacke und das sieht nicht so schön aus, wenn da so dicke Streifen von Farbe drauf sind. Hier könnt ihr jetzt sehen, das Oberteil ist so gut wie fertig. Ich habe Linien noch gemalt, damit es so einen Karo-Look kriegt. Es soll nämlich so ein Lace-Oberteil sein. Und dann habe ich die Schleife gemacht und da hatte ich echt Struggle, weil man auf den Bildern nicht sieht, wie der Schatten ist. Und auf beiden Bildern ist die Schleife komplett anders gemacht. Das war echt schwierig. Ich habe das jetzt einfach irgendwie gemacht. Und so sieht es bis jetzt aus. Es ist der nächste Tag und ich male die Haut. Da kann ich euch eigentlich gar nicht so viele Tipps dazu geben, denn ich bin absolut kein Experte. Also guckt euch da vielleicht mal ein anderes Video zu an. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eins darüber. Ich kann euch nur sagen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Und zwar benutze ich einen Base-Ton quasi.
einen Ton, der der Hauptfarbe sehr ähnlich sieht, und den mische ich mir dann zurecht, wie ich das gerne hätte. Ein bisschen rötlicher oder oliviger oder dunkler verschatten. Und ja, das ist so ziemlich, was ich mache. Deswegen halte ich jetzt die Klappe, genieße einfach die Speed-Drawing-Sequenz. So, hier ist eine Nahaufnahme von der fertigen Haut. Ich habe mir auch schon einen Rotton für die Lippen ausgesucht und mir überlegt, dass ich die Nägel auch rot mache, weil mir das einfach besser gefällt. So, nun sind wir endlich bei den Lippen und oh Gott, das war echt anstrengend. Ich hatte totale Probleme mit den Lippen. Es hat irgendwie nicht gestimmt, es sah komisch aus. Und ich bin extrem oft nochmal rübergegangen und habe nachgebessert. Es war einfach echt anstrengend und hat wirklich lange gedauert. Also es hat genauso lange gedauert, wenn nicht sogar noch länger, als der komplette Arm an der Seite. Und ich habe auch nicht den Rotton genommen, den ich euch gezeigt habe, denn das war mir nicht knallig genug. Und dann bin ich mit einem knalligeren Rot nochmal drüber gegangen. Ich muss jetzt aber sagen, am Ende hat es mir dann doch gefallen. Ich konnte es retten und ich bin zufrieden damit. So, als nächstes sind die Haare dran. Dazu habe ich sogar eine Instagram-Abstimmung gemacht, welche Haarfarbe die Frau haben soll. Also wenn ihr bei solchen Abstimmungen teilnehmen wollt oder einfach nur Projekte sehen wollt, bevor sie hier auf YouTube hochgeladen werden, dann schaut bei meinem Instagram vorbei. Und ja, bevor ihr was sagt, ich habe mich für braun entschieden. Zu meiner Verteidigung, die Abstimmung war fast 50-50 und alle Leute, die die Jacke in echt gesehen haben, haben gesagt, dass braun besser aussehen würde. Also es tut mir leid, aber in Zukunft werde ich mich an die Abstimmung halten. Bestimmt. Okay, und eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Seht ihr diesen weißen Farbüberschuss? Da habe ich mich verschätzt beim Kopieren des Entwurfs auf die Jacke. Und ich habe schon überlegt, was mache ich, wie rette ich das? Und ich habe es weggekriegt! Halleluja! Und zwar habe ich das weggekriegt mit Lederreiniger, weil da Aceton drin ist. Also es müsste auch mit Nagellackentferner funktionieren. Hier seht ihr den Lederreiniger gleich. Den habe ich mir gekauft für ein Projekt, das ihr wahrscheinlich bald sehen werdet. So, als nächstes kommt die Schrift. Die habe ich vorgezeichnet mit so einem Textilmarker. Der wäscht sich raus, wenn ihr die Jacke wäscht. Und jetzt male ich die Schrift einfach in Schwarz nach. Gleich komme ich zum wichtigsten Schritt, und zwar das Fixieren. Da lege ich jetzt gleich Backpapier rauf, ein Baumwollhandtuch geht auch, und dann gehe ich dann mit dem Bügeleisen rüber. Und das eine ganz schöne Weile, denn es sorgt nämlich dafür, dass die Acrylfarbe so ihre plastikartige Konsistenz verliert und sich dem Stoff besser anschmiegt. Das Gemalte ist jetzt fixiert und wir kommen zu den Final Touches. Auf dem einen Inspirationsfoto hatte die Jacke so eine Perlen und ich fand das so cool und Chanel-mäßig, dass ich das unbedingt auch machen wollte. Und dann habe ich mir so eine Schmucksteinperlen gekauft. Das sind so eine halben Perlen und dazu gibt es auch passenden Kleber. Und das habe ich dann einfach aufgeklebt. Also total easy, aber eine Fummelarbeit. Als nächstes wollte ich noch was mit dem Hut machen. Ich habe mir Stoff gekauft, das waren jetzt ca. 20 cm. Ich habe auch nicht alles verbraucht. Und habe dann einfach Pi mal Daumen den Stoff so gelegt in Falten, dass er über den Hut passt. Und habe das Ganze dann mit Haarklammern fixiert und rangenäht. Also wirklich ganz provisorisch, aber es hat gut geklappt und es sieht, finde ich, echt cool aus. So, das ist die fertige Jacke. Ich hoffe, sie gefällt euch genauso gut, wie sie mir gefällt. Es hat auf jeden Fall wirklich Spaß gemacht, die zu machen. Und was meint ihr? Würdet ihr die tragen? Sie ist auf jeden Fall ein bisschen auffälliger und extra, aber ich finde sie eigentlich ganz cool. Würdet ihr sie tragen? Schreibt es mal unten rein. Hier habt ihr jetzt noch einen Ausschnitt, wie ich die Jacke trage. Das war's von mir und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video.